Hallo, angesichts der seit geraumer Zeit, insbesondere seit der Ukraine-Krise im Jahre 2014, bestehenden Spannungen zwischen der NATO und Russland, angesichts der zunehmenden Aufrüstung innerhalb der NATO, der zunehmenden Truppen- und Waffenkonzentration im osteuropäischen Grenzgebiet zwischen NATO und Russland, vor allem aber angesichts der in letzter Zeit von verschiedenen geopolitischen Analysten angesprochenen derzeit bestehenden Weltkriegsgefahr, im Zusammenhang mit einer möglichen neuen zukünftigen westlichen Militärintervention im Nahen Osten, Stichwort Syrien, möchte ich in diesem Video an eine Warnung der bekannten im Jahre 1986 verstorbenen rheinischen Seherin Bucheda mit bürgerlichem Namen Margarete Gussentier erinnern. Bucheda war in den 1960ern und 1970ern die bekannteste lebende Hellseherin in der alten Bundesrepublik. Als Hellseherin genoss sie seinerzeit einen für heutige Verhältnisse erstaunlich guten Ruf und wurde sogar von Bonner Politikern konsultiert. Aus entsprechenden Kontakten Buchelas zur Bonner Politikerkasse hat sich damals sogar eine Einladung in den Bonner Bundeskanzlerbungalow am 16. April 1971 ergeben. Hier sieht man Kanzler Willy Brandt im Kanzlerbungalow auf einer Party im Juni 1971. Am 16. April 1971 wurde Bucheda dort zusammen mit Helmut Kohl und US-Senator Edward Kennedy fotografiert. Auf dem Foto sieht man, wie Bucheda zu Senator Kennedy spricht und dabei ein etwa spielkartengroßes Foto in den Händen hält. Kennedy und Bucheda schauen beide auf das Foto und Bucheda scheint dem Senator etwas zu erklären. Ihm gegenüber steht Helmut Kohl, der feixend die Szene betrachtet. Bucheda's Kanzler-Bungalow-Einladung kann natürlich nur in Rücksprache mit den Bonner Politikern erfolgt sein. Und natürlich brauchte man auch ein Okay von höchster Stelle, nämlich vom Hausherrn und Kanzler Willy Brandt. Die Bonner Politiker, einschließlich des Kanzlers, sind folglich davon ausgegangen, dass Bucheda kein Totalreinfall wird, dass man sich vor dem hohen Gast aus den USA nicht blamiert. Woher also wusste man von Bucheda's Qualitäten? Logischerweise aus Bonner Politikerkreisen. Nun zu Bucheda's Warnung. In ihren 1983 erschienenen Memoiren warnt Bucheda die Deutschen, sich nicht eines Tages mit irgendwelchen Menschenrechts- oder Humanitätsargumenten in einen Krieg hineinziehen zu lassen. In einen Krieg, mit dem Deutschland unmittelbar gar nichts zu tun hat, ein Krieg aber, der dann irgendwann komplett aus dem Ruder läuft und auch für Deutschland fatal wird. Im Jahre 1999 ist es bereits zu einer vergleichbaren Situation gekommen, allerdings ist die Sache damals aus deutscher Sicht noch glimpflich verlaufen. Im Jahre 1999 hat die NATO Serbien angegriffen und den Angriff mit serbischen Gräueltaten an den Kosovo-Albanern gerechtfertigt. Über Deutschlands völkerrechtswidrige Kriegsteilnahme gab es insbesondere unter den Grünen, die damals unter Gerhard Schröder an der Regierung beteiligt waren, eine breite Debatte mit reger Teilnahme der Massenmedien. In der deutschen Bevölkerung haben Politik und Massenmedien dann Anfang 1999 eine Kriegsgleichgültigkeit bzw. eine Kriegsbereitschaft auch mit der Behauptung herbeigeführt, es stünde im Kosovo ein neues Auschwitz bevor, beziehungsweise war die Rede vom neuen Konzentrationslager. So sagte der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer in seiner Rede am 13. Mai 1999: Zu diesem Zeitpunkt bombardierte die NATO bereits Serbien. Auf dem Parteitag der Grünen, der extra wegen des Jahres der Grünen-Spitze zum Krieg angesetzt worden war, Zitat: Ich stehe auf zwei Grundsätzen: Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Joschka Fischer wollte also Krieg führen, um im Kosovo ein neues Auschwitz zu verhindern. So, so. Heute jedoch redet kein Mensch mehr über einen Völkermord, den Serbien
an den Kosovo-Albanern verübt hat, oder ein Völkermord, den Serbien unmittelbar geplant hatte. Die drohenden Gräuel-Szenarien im Kosovo waren ein Fake, so wie es 1991 ein Fake und Lüge war, dass irakische Soldaten in Kuwait City Babys aus den Brutkästen auf den Boden geworfen haben, und so wie es 2003 eine Lüge war, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hatte. Kurz, Bouchela warnt die Deutschen vor einem herbeigelogenen Krieg, der gewaltig in die Hose geht. Sehen wir uns nun die entsprechende Passage mit der Warnung aus Bouchelas Memoiren an und kommen wir danach zu meiner Analyse. Bouchela also: Monat für Monat und Jahr für Jahr werden sich die Knechte im Antlitz der kommenden Sonne gegen die nicht erkorenen Herren erheben und Recht fordern. Ihr Blut wird das Land und das Pflaster färben, aufsässig und nicht demütig werden sie jedes einzelne Mal wieder unter das Joch gezwungen. Es sind Arme, die euch dauern werden, gebt ihnen Essen und den liebenden Arm, und der Friede der erwiesenen Freundschaft wird ihre Wunden lindern. Meiner Analyse nach bezieht sich das auf den Nahen Osten. Mehr zu meiner Analyse weiter unten. Bouchela weiter, aber greift nie zu Axt und Schwert, um ihre Widersacher anzunehmen. Ein solches Tun ist Verderben für euch. Es werden die Zeiten kommen, in denen sie euch im Namen des Herrn und der Menschheit anflehen, um ihre Rettung willen Blut zu vergießen. Lasst es! Viele werden durch eure Tatenlosigkeit leiden, aber alle gerettet werden. Klären wir zunächst, welche Länder, Gebiete und Völker Bouchela gemeint haben kann. Wer sind die Knechte im Antlitz der kommenden Sonne? Antlitz der kommenden Sonne können wir zunächst einmal mit im Osten aufgehender Sonne übersetzen. Kommende Sonne bezieht sich also von Bouchelas Standort bei Bonn gesehen auf den gesamten geografischen Osten, mit Osteuropa, dem Territorium der ehemaligen UdSSR, dem Nahen Osten, Zentralasien, Ostasien und Australien und Ozeanien. Indien, China, Ostasien insgesamt und Ozeanien kommen allerdings nicht in Betracht, da sie geografisch zu weit entfernt von Europa liegen. Außerdem würden es asiatische Großmächte wie China und Indien nicht so einfach akzeptieren, wenn Europa glaubt, dort Krieg führen zu müssen. Platt gesagt, das gebe gehörigen Extrastress. Also nicht nur mit dem betreffenden Land, wo die Leute unterdrückt werden und wo es irgendwie ein diktatorisches Regime gibt. Wir können uns bei der Suche nach dem Krisengebiet, in dem sich Deutschland und Europa eine blutige Nase holen sollen, also auf Osteuropa und den Nahen Osten beschränken. Das entscheidende Argument gegen Osteuropa, einschließlich Russland, lautet dann weiter: Ein militärischer Eingriff der NATO im Osteuropa oder im Gebiet der ehemaligen UdSSR hätte vor 1991 sofort den Dritten Weltkrieg bedeutet. Das wusste in den 1980ern jeder Deutsche, der nicht so dumm war, sich die Schuhe zuzubinden. Bouchela hätte die Deutsche gar nicht warnen müssen. Alle wussten damals, das bedeutet den Dritten Weltkrieg, also ein Eingriff im sowjetischen Macht, ein militärischer Eingriff in so einem sowjetischen Machtbereich zum angeblichen Nutzen irgendeines unterdrückten Völkchens. Das Gleiche, also die drohende Gefahr eines Weltkrieges, gilt im Übrigen noch heute. Sollte Russland irgendwelche Völker unterdrücken und die NATO deswegen Russland angreifen, wäre auch das der Dritte Weltkrieg. Bezieht sich die kommende bzw. aufgehende Sonne nicht auf Osteuropa, bleibt nur noch der Nahe Osten. In dieser Darstellung von Tunesien bis Afghanistan reichend. Dort sind die Leute zudem ja auch deutlich ärmer als in Osteuropa. Im Jahre 2017 beispielsweise betrug in Ungarn das jährliche Durchschnittseinkommen rund 11.000 Dollar pro Kopf, in Ägypten rund 2.700. Der Nahe Osten passt also besser zu dem von Bouchela angesprochenen Hunger.
Buchela wieder über die Knechte im Osten. Ihr Blut wird das Land und das Pflaster färben, aufsässig und nicht demütig werden sie jedes einzelne Mal wieder unter das Joch gezwungen. Es sind Arme, die euch dauern werden. Gebt ihnen Essen und den liebenden Arm. Und der Friede der erwiesenen Freundschaft wird die Wunden lindern. Bei dem Zitat bleibt zunächst unklar, ob Buchela immer denselben Konflikt an immer denselben Ort meint, beispielsweise den Konflikt zwischen den Palästinensern im Gazastreifen und Israel, oder ob sie eine ganze Kette von Krisenherden gesehen hat, die sich im Nahen Osten über ein größeres Gebiet und einen längeren Zeitraum verteilen. Da der Westen und insbesondere Deutschland aber niemals auf Seiten der Palästinenser gegen Israel kämpfen würde, muss sich Buchela mit Knechte auf jeweils unterschiedliche islamisch-arabische Stämme oder Völker beziehen, die im Nahen Osten in jeweils unterschiedlichen Gebieten und Ländern gegen ihre heimischen arabisch-islamischen Diktatoren rebellieren. Krisenherde dieser Art gab es seit 1991 jede Menge im Nahen Osten, hier die aus den Medien bekanntesten Krisenherde. Buchela wieder, aber greift nie zur Axt und Schwert, um ihre Widersacher, also die entsprechenden unterdrückerischen Regime, anzunehmen. Wir haben es also mit drei Parteien zu tun. Die armen Knechte, die sich immer wieder erheben und immer wieder unterdrückt werden, ihre Unterdrücker bzw. Widersacher. Und drittens die deutschen Europäer bzw. die NATO, die Unterdrücker laut Buchela nicht angreifen sollen. Nur, so fragt man sich irgendwann, warum sollte diese militärische Intervention des Westens im Nahen Osten plötzlich so katastrophal scheitern? Westliche Militärinterventionen haben doch schon dreimal geklappt. Zweimal im Irak, also 1991 und 2003, und einmal in Libyen, 2011. Eskaliert die ganze Sache etwa deshalb, weil plötzlich eine vierte Partei eingreift? Russland vielleicht? Der Verbündete Syriens und des Irans? Wäre es denkbar, dass man im Westen und in der NATO, in Washington, London, Paris und in Berlin die Bereitschaft Russlands, sich notfalls gegen den Westen militärisch zu engagieren, katastrophal unterschätzt? Könnte es sein, dass Russland wegen Syrien oder dem Iran den Dritten Weltkrieg anzettelt? Nun von der zeitlichen Zuordnung. Was sagt Buchela zum Zeitpunkt des militärischen Abenteuers des Westens? Sehen wir uns wieder Buchelas Worte an. Monat für Monat und Jahr für Jahr werden sich die Knechte im Antlitz der kommenden Sonne gegen die nicht erkorenen Herren erheben. Aufsässig und nicht demütig werden sie jedes einzelne Mal wieder unter das Joch gezwungen. Es werden die Zeiten kommen, in denen sie euch im Namen des Herrn und der Menschlichkeit anflehen, um ihrer Rettung willen Blut zu vergießen. Also ich kann das immer nur wiederholen, das ist von 1983 veröffentlicht. Also veröffentlicht in dem Buch von Buchelas Memoir. Mit Monat für Monat und Jahr für Jahr und es werden die Zeiten kommen, scheint Buchela eine ganze Reihe ähnlich gelagerter Konfliktfälle im Nahen Osten zu meinen, eine Kette von Konflikten, die sich über einen größeren Zeitraum verteilen. Mit jedes einzelne Mal wieder stellt die Wahrsagerin schließlich unmissverständlich klar, dass sie mehrere solcher Konflikte meint. Wie viele Konflikte, bleibt Spekulation, sicherlich aber mehr als nur zwei. Auch wenn die Realität im Nahen Osten etwas komplizierter ist als Buchelas Umschreibung, hat es seit der Veröffentlichung ihrer Memoiren im Jahre 1983 etliche solcher Unruhen, Revolten und Bürgerkriege im Nahen Osten gegeben, immer wieder zwischen Palästinensern und Israelis, aber auch zwischen Kurden und Türken, zwischen Kurden und Irakis, den sogenannten arabischen Frühling in Tunesien und Ägypten, der dort noch halbwegs glimpflich ablief, und die dem arabischen Frühling folgenden Bürgerkriege in Libyen und Syrien. Der Liste von Aufständen und Kriegen im
Osten nach 1983 kann man dann noch den 1991er und 2003er Irakkrieg und den aktuellen Jemenkrieg hinzufügen. Und in dieses Schema von Krieg für Menschenrechte passt natürlich auch der 1999er Kosovo-Krieg, der nebenbei gesagt aus Bukrelas Sicht ebenfalls im Osten stattfand. Über die Anbahnung des schlussendlich eskalierenden Nahostkrieges heißt es bei Bukrela, wie schon zitiert: Es werden die Zeiten kommen, in denen sie euch im Namen des Herrn und der Menschlichkeit anflehen, um ihre Rettung willen, Blut zu vergießen. Ja, das hatten wir also im Kosovo, im Irak war das zweimal, Syrien war es jetzt inzwischen mehrfach der Fall, dass man so argumentiert hat. Also nochmal, es werden die Zeiten kommen, in denen sie euch im Namen des Herrn und der Menschlichkeit anflehen, um ihrer Rettung willen Blut zu vergießen. Dieses Anflehen würde den deutschen Normalbürger natürlich nicht direkt aus den Notgebieten erreichen, sozusagen von syrischen Bauern zum deutschen Bürgerangestellten, sondern über die deutschen Massenmedien. Bukrela warnt somit auch vor einer den Krieg vorausgehenden Instrumentalisierung des Menschenrechts- und Humanitätsarguments durch die deutschen Massenmedien. Hier kurz ein Beispiel, wie das ablaufen kann. Das ist eine Ansprache Barack Obamas von 2013, also die kommt jetzt gleich, zum Syrienkrieg, zum Bürgerkrieg in Syrien. Wo es letztlich aber nicht zur Intervention des Westens gekommen ist, aber wo es knapp davor war. When, with modest effort and risk, we can stop children from being gassed to death and thereby make our own children safer over the long run, I believe we should act. Soweit warnt die Seherin aber noch nicht ausdrücklich vor einem Dritten Weltkrieg. Soweit warnt sie nur vor einer gefährlichen militärischen Eskalation im Nahen Osten mit schwerwiegenden Folgen für Europa und Deutschland. Wie weit die Militärintervention eskaliert, bleibt soweit unklar. Obwohl man Bukrelas, viele werden durch eure Tatenlosigkeit leiden, aber alle gerettet werden, auch so deuten kann, dass mit alle gerettet, die Rettung der Menschheit vor einem Dritten Weltkrieg gemeint ist. Andererseits wiederum finden sich in Bukrelas Memoiren keine wirklich klaren und eindeutigen Bezüge oder Vorhersagen zu einem möglichen Dritten Weltkrieg, muss man ganz klar sagen. Mehrere Stellen klingen allerdings so, als versuche Bukrela vorsichtig auf einen möglichen Dritten Weltkrieg hinzuweisen. Was sich bezüglich eines Dritten Weltkrieges immerhin eindeutig und glasklar feststellen lässt, ist, dass nirgends in ihren Memoiren ein zukünftiger Krieg zwischen NATO und Russland in Europa, also der klassische Dritte Weltkrieg, ausgeschlossen wird. Nochmals, nirgends in ihren 300-seitigen Memoiren heißt es, dass der Krieg zwischen NATO und Russland nicht kommt. Und dass, obwohl jeder diese gute Nachricht gerne gelesen hätte und diese Nachricht sicherlich auch hilfreich bei der Vermarktung ihrer Memoiren geholfen hätte. Von daher muss man ganz klar die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Bukrela den Krieg sehr wohl vorausgesehen hat, die kritische Information angesichts ihrer zumeist unbedarften Leserschaft jedoch zwischen den Zeilen versteckt hat. Sehen wir uns dazu zwei Stellen aus ihren Memoiren an. Zunächst eine Stelle, wo Bukrela voraussagt, dass es in Deutschland niemals zum Atomkrieg kommen wird. Was sich im Wesentlichen auch mit anderen Sehern und Prophezeiungen deckt, die in Europa zwar einen Dritten Weltkrieg gesehen haben, jedoch auch, dass dieser im Wesentlichen nicht atomar wird. Bukrela also, der letzte Krieg wird nicht kommen. Ihr braucht euch nicht zu ängstigen. Niemals wird eine gewaltige Flamme den Himmel zum Fegefeuer machen und die Hitze euch verbrennen.
Aber viele kleine Kriege werden kommen zwischen Völkern und auch Bürgern eines Landes. Aber niemals wird das Feuer vom Himmel fallen und euch versengen, ich sage es euch. Da es seit Jahrtausenden bisher immer irgendwo Kriege auf dem Planeten gegeben hat, nur nach 1945 eben lange Zeit nicht in Europa, mahnt Buchheler hier Europa. Sie warnt die Europäer, dass es mit den ruhigen Zeiten in Europa irgendwann vorbei sein wird, dass es wieder Bürgerkriege und auch internationale Kriege in Europa geben wird. Wie gesagt, sie sagt nicht, es könnte kommen oder vermutlich kommt, sondern sie sagt, viele kleine Kriege werden kommen. Natürlich kann man jetzt einwenden, Buchelas Voraussage habe sich mit den Jugoslawienkriegen erfüllt. Und seither leben wir auf einem anderen Zeitost. Das wäre eine klassische New Age-Position im Sinne von, die alten Prophezeiungen stimmen nicht mehr. Schnarch. Andererseits kann man aber auch zwischen den Zeilen lesen und ein bisschen sein Hirn anstrengen und sich fragen, warum ist es Buchheler so wichtig, den Deutschen, schließlich sind dies ihre Leser, mit Nachdruck zu versichern, dass es nie einen Atomkrieg in Deutschland geben wird. Wäre es nicht möglich, dass Buchheler eben doch einen Dritten Weltkrieg vorausgesehen hat, dabei aber auch sah, dass dieser nicht zum Atomkrieg wird? Warum verneint Buchheler ausdrücklich die Möglichkeit eines Atomkrieges in Deutschland, sagt in ihren Memoiren aber nichts über den dann eigentlich logischerweise auch nicht stattfindenden Krieg zwischen Russland und der NATO? Warum verschweigt sie diese doch sehr, sehr positive Nachricht, dass es zu keinem Krieg mit Russland kommt? Warum? Buchelas Memoiren sind im Jahre 1983 im renommierten Drömer-Knauer Verlag in München erschienen und haben sich angesichts des damaligen Bekanntheitsgrades Buchelas zunächst ganz ordentlich verkauft. Laut Deutscher Nationalbibliothek betrug die 1983er Auflage 20.000 Stück, also ab 30.000 spricht man von Bestseller. Zur zweiten Auflage fehlen die Daten, eine dritte Auflage hat es offenbar nicht mehr gegeben. Die Memoiren selbst sind im Zusammenhang mit einem Ghostwriter entstanden. Buchheler war zu der Zeit schon Anfang Mitte 80 und krank. Möglich, dass man sie überredet und gedrängt hat, bestimmte Dinge anders zu formulieren. In jedem Fall fallen Buchhelers teils sehr nebulösen Formulierungen auf. Diese Formulierungen, so zeigt sich ein Einzelbeispiel, sind jedoch keine hilflosen Umschreibungen fremdartiger Phänomene, sondern vorsätzliche Verschleierungen. Buchheler versucht mit ihrer nebulösen Sprache die Zensur auszutricksen oder die weltanschaulichen oder firmenpolitischen Richtlinien des Drömer-Knauer Verlages zu unterlaufen. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Es geht der Wahrsagerin nicht darum, mit schwammigen Formulierungen die Eintrittswahrscheinlichkeit frei erfundener und damit schlicht erlogener Prophezeiungen zu erhöhen. Buchheler lügt nicht, sie tarnt die Wahrheit. So wie es schon Nostradamus, das Orakel von Delphi und unzählige andere Orakel und Seher in den, sagen wir, letzten 3000 Jahren getan haben. Beim zweiten Beispiel einer möglicherweise versteckten Weltkriegswarnung sagt Buchheler voraus, dass Deutschland irgendwann in der Zukunft von den USA verraten wird. Und zwar ausgerechnet dann, wenn Deutschland plötzlich in Not ist und den großen Bruder westlich des Atlantiks zur Hilfe ruft. In dem Zusammenhang nimmt Buchheler das Wort Krieg wohlweislich nicht in den Mund. Nur, jetzt strenge man mal seine grauen Zellen an. Was außer einer militärischen Notlage sollte sie sonst gemeint haben? Eine wirtschaftliche Notlage etwa? Warum sollte diese wirtschaftliche Notlage so plötzlich eintreten? Und warum reicht dann nicht die logische und obligatorische Hilfe aus Europa? Warum brauchen sie denn die USA? Wenn schon die Hilfe der USA erforderlich ist, muss es sich um ein Problem handeln, das Europa alleine nicht mehr in den Griff bekommt.
Bei etwas genauerem Nachdenken kommt hier meiner Einschätzung nach nur ein Finanzcrash in Frage oder eben der NATO-Verteidigungsfall. Sehen wir uns an, was Buchila konkret schreibt. Buchila also: Die Einfachen über dem großen Wasser dürft ihr Freunde nennen, die Großen nicht. Schlagt in euren Büchern nach und ihr werdet erfahren, dass die Großen bisher jeden verraten haben, der sich Freund nannte und so fühlte. Das Freundsein mit dem Erhöhten und das Vertrauen, das er ihnen entgegenbringt, wird euch bitter bekommen. Gebt die Hand den Nachbarn und haltet sie fest, auch wenn der Druck ihrer Hand, ob des erlittenen Leids, noch so fest ist. Die Fernen werden euch nicht beistehen, wenn ihr in Not seid und sie ruft. Wenn ihr glaubt, wird euch Leid erspart bleiben. Okay, für manche Leute wird es ganz hilfreich sein, wenn ich ein paar Formulierungen übersetze oder verdeutliche. Also das große Wasser ist der Atlantik, die Einfachen ist das normale Volk, die Großen sind dann entsprechend die Politiker und die Elite. Die Bücher sind natürlich die Geschichtsbücher, das heißt also, da wäre es hilfreich, wenn der Zuhörer ein bisschen Ahnung von Geschichte hat, um das nachvollziehen zu können, beziehungsweise um zu wissen, dass Buchila recht hat. Das Freundsein mit dem Erhöhten, also das bezieht sich normalerweise auf den US-Präsidenten, würde natürlich momentan nicht zu Trump passen, aber da würde ich sagen, das sind so Grauzonen, wo sich auch Buchila geirrt haben könnte. Also es wäre halt richtig im Grunde für sämtliche US-Präsidenten, aber jetzt halt nicht für Trump, aber wie auch immer. Interessant ist halt auch, sind die Nachbarn, weil man hier das so interpretieren kann, dass Buchila die Deutschen davor warnt, sich nicht von den Russen entfremden zu lassen. Ja. Aber das ist halt, ne, Nachbarn, das kann man natürlich in vielerlei Richtungen interpretieren, aber nach meinem Dafürhalten warnt, also nach meiner Interpretation, oder ich halte es für wahrscheinlich, dass Buchila praktisch die Deutschen davor warnt, sich in eine Feindschaft mit Russland hineintreiben zu lassen, sodass es dann irgendwann zur Eskalation kommt und Russland uns angreift und die USA uns dann im Regen stehen lassen, was es auch wiederum andere, was auch andere Quellen voraussagen. Möglicherweise mache ich da noch ein Video zu, also zu der Rolle der USA unmittelbar vor dem Krieg. Also, warum sagt Buchila nicht einfach, worin die plötzliche Not der Deutschen bestehen wird? Ja, das ist also ein Aspekt, der total sofort auffällt. Ja, warum nennt sie das Kind nicht beim Namen? Warum sagt Buchila nicht einfach, worin die plötzliche Not der Deutschen bestehen wird? Warum stellt sie nicht klar, ob die Not finanziell, wirtschaftlich oder militärisch ist? Lässt Buchila die Sache im Unklaren, weil man ihr die Klarheit nicht hätte durchgehen lassen und sie zensiert hätte? Es ist allerdings auch möglich, dass Buchila von sich aus zu demselben Ergebnis gekommen ist, nämlich, dass es besser ist, die Menschen nicht zu sehr zu beunruhigen, obwohl sie selbst den Dritten Weltkrieg vorausgesehen hat. Dazu gleich ein Leserbrief, der mich Anfang 2017 erreicht hat und der die Annahme stützt, dass Hellseher, insbesondere jene, die im Fokus der Öffentlichkeit und der Klatschpresse stehen, bestimmte Dinge nur an solche Ratsuchen weitergeben, die sie besser kennen, denen sie vertrauen und denen sie auch zutrauen, bestimmte Wahrheiten überhaupt erst zu verkraften. Also das ist ein Punkt, den viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich sag mal so, wenn man zum Hellseher geht und da Knete auf den Tisch legt und sagt auch irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro für 50 Minuten, was es gibt, dann heißt es noch lange nicht, dass die Hellseher demjenigen die Wahrheit erzählen. Ja? Und zwar aus mehreren Gründen. Ja? Das ist vielen Leuten nicht klar. Na gut. Also jetzt hier der Leserbrief an mich. Hallo Herr Bernd, ich verfolge schon lange Ihre Dokumentation über die deutsche Prophetie
und habe auch ihre Bücher über Irrenmeier und den Dritten Weltkrieg verschlungen. Aber der Grund, dass ich mich endlich traue, Kontakt aufzunehmen, ist meine Geschichte über Buchela. 1979 lernte ich die beste Freundin von Buchela kennen. Sie hat eng mit Buchela zusammengearbeitet und sie auch im Krankheitsfall vertreten. Was ihr, wie auch Buchela, sehr wichtig war, war mir das Versprechen abzunehmen, mich für 3 Wochen mit Lebensmitteln zu versorgen, die sehr lange haltbar sind, da der Russe bis zum Rhein und auch nach Köln kommt. Beide Damen sprachen nicht von dem großen Krieg, sondern nur, dass der Russe auf einmal da ist. Es würden dann 3 Wochen folgen, in denen ich das Haus nicht verlassen sollte, da ich sonst sterben würde. Zwischenbemerkung: Letzteres dürfte sich vor allem auf die 3-tägige Finsternis bzw. die Verpestung der Außenluft zum Kriegsende hin beziehen. Darüber hinaus ist die Aussage aber auch etwas doppelbödig, da man sich natürlich fragen muss, was mit der großen Mehrheit der Bevölkerung wäre, die keine Lebensmittelvorräte für 3 Wochen hat. Sollen diese Menschen etwa 3 Wochen lang hungern? Also da wird offensichtlich was verschieben. Und was die Russen am Rhein und vor Köln betrifft, so wird dies von einer ganzen Reihe deutscher Prophezeiungen vorausgesagt. Und von denen sind also etliche recht alt und das ist also ein eigenes Paket und das ist auch solide. Das ist also, da sind genug Quellen dabei mit maximaler Glaubwürdigkeit. Die große Schlacht oder die Endschlacht bei Köln ist einer der Ecksteine der traditionellen deutschen Prophetie überhaupt. Auch wenn das von Vertretern und Anhängern des New Age mit bemerkenswerter ideologischer Verbotenheit totgeschwiegen und ignoriert wird. Und ich muss dazu sagen, also mir war also schon vor 25 Jahren klar, beziehungsweise es ist einfach klar, wenn man sich in die Thematik reinarbeitet, dass Köln praktisch oder bei Köln, vor Köln, in der Nähe von Köln praktisch die größte Schlacht im Dritten Weltkrieg stattfinden soll. Und was mich irritiert hatte, war, dass Buchela da gar nichts zu sagt und nur sich sehr diffus zum Dritten Weltkrieg äußert. Und insofern ist dieser Leserbrief interessant, beziehungsweise es waren mehrere dieser Briefe von dieser Frau, aber ich bringe eine Auszüge. Also weiter hat sie dann noch geschrieben. Über Krieg haben wir erst im letzten Jahr, der Freundschaft zu der Freundin von Buchela, angefangen zu sprechen. Es war aber nie die Rede von einem großen Krieg bzw. Atomkrieg. Sie sagte, dass der Russe in Köln und am Rhein sei und es gekämpft werde. Auch den Begriff Weltkrieg habe ich nie gehört. Ich sollte in Plastik abgepackte Nahrungsmittel wie Reis, Nudeln im Haus haben und würde überleben. Ich würde die Zeit erleben. Liebe Grüße, S. Punkt. Auch hier hängt natürlich alles von der Glaubwürdigkeit ab, von der Glaubwürdigkeit der Lesebriefschreiberin und meiner Glaubwürdigkeit als Autor natürlich. Angesichts der hier nur gekürzt wiedergegebenen Korrespondenz habe ich aber nicht den Eindruck, dass mir die Dame einen Bären aufbinden wollte. Also dafür gibt es immer die Indizien, also haben die Leute ein Interesse, dass es publiziert wird, was sie mir schreiben, oder wirken sie so, als hätten sie da ein Interesse, das war alles überhaupt nicht der Fall. Also. Ansonsten, wenn die Russen am Rhein bei Köln sind und dort mit deutschen Truppen kämpfen, dann ist das natürlich auch selbstverständlich der NATO-Verteidigungsfall. Was denn bitte sonst? Wie man im Zusammenhang mit Kämpfen mit Russen am Rhein suggerieren oder glauben kann, es handelt sich dabei um keinen Dritten Weltkrieg, ist mir ziemlich schleierhaft. Das ist schlichtweg bizarr. Und auf mich wirkt das einfach so, als hätte Buchela und deren Freundin einfach die Erfahrung gemacht, dass sie irgendjemanden mit einer Vorhersage extrem destabilisiert haben.
und dass sie einfach übervorsichtig geworden sind. Aber bei den Sachen, die man in Buchelas Memoiren findet und jetzt hier in dem Leserbrief, das ist einfach, also nach meinen Begriffen, hilflos zusammengestückelt. Ja, also sie versucht, der Sache irgendwie die Spitze und die Schärfe zu nehmen, aber wenn man dann ein bisschen zwischen den Zahlen ist, wie gesagt, irgendwie in ihren Memoiren, sagen wir mal, 30.000 Mal gedruckt, steht praktisch nichts vom Dritten Weltkrieg, ne? Und hier sagt sie irgendwie, hol dir Lebensmittel, damit du 3 Wochen überlebst. Also das passt alles hinten und vorne nicht. Beziehungsweise die Art und Weise, wie Buchela versucht, das harmlos zu formulieren, ist einfach hilflos. Ne? Gut, wobei man jetzt nicht weiß, inwieweit hat der Ghostwriter da reingespielt oder es passt, also das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, es kommt auch vor, dass Verlage nach Manuskriptabgabe da rumschustern. Ja? Wenn die Frau alt ist, wer weiß, ob sie das liest, aber dann heißt es, ja, haben wir gemacht, haben uns schnell entschlossen, jetzt ist das Buch in Druck, tut uns leid, bla 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 bla. Also da wird unglaublich rumgetrickst. Zum Beispiel ist hier eine, bei der einen Sache, wo sie sagt, es gibt keinen letzten Krieg, aber es gibt viele kleine Kriege. Da kann es einfach sein, dass der Verlag gesagt hat, kurz vor Druck, okay, und das ist davor stand kleinere Kriege, und dass sie das RE weggenommen haben. So läuft das teilweise. Ne? Also es ist so, Verlage fuschen, also aus meiner Erfahrung, die fuschen dann auch noch rein, nachdem das Manuskript vom Autor praktisch abgesichert worden ist. Ne? Unglaublich. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Befassen wir uns mit der Möglichkeit, dass Buchela einen Krieg im Nahen Osten gemeint hat, der zwar unerwartet eskaliert, der jedoch eskaliert, ohne dass Russland eingreift und ohne dass es ein Weltkrieg wird. Da der Westen schon dreimal, 1991, 2003 im Irak und 2011 in Libyen, bewiesen hat, dass er im Normalfall mit nahöstlichen Staaten militärisch durchaus fertig wird, wäre eine Eskalation im Nahen Osten eigentlich nur denkbar, wenn der jeweils vom Westen angegriffene Staat X plötzlich Massenvernichtungswaffen einsetzt. Aber ich denke mal, das dürfte einleuchten. Frage also, wie könnte der Einsatz von Massenvernichtungswaffen dort unten konkret ablaufen? Nun, der Westen will den Nahoststaat X zunächst ein paar Wochen oder Monate aus sicherer Distanz bombardieren und beschießen und sich dabei natürlich auf potenzielle Lager für Massenvernichtungswaffen und dazugehörige Abschussvorrichtungen konzentrieren. Schließlich will der Westen die Anzahl eigener Opfer in der später folgenden Bodenoffensive minimieren. Bei den Massenvernichtungswaffen selbst dürfte es sich um Chemiewaffen handeln, denn biologische Waffen im unmittelbaren Kampfgebiet einzusetzen, wäre extrem gefährlich, da braucht nur der Wind zu drehen und man töte seine eigenen Soldaten. Und was Atomwaffen betrifft, so hat die im Nahen Osten außer Israel bisher niemand. Und selbst wenn sich der Iran heimlich doch ein oder zwei Atombomben zusammengebastelt hätte und diese zündet, würde ihm das mit Dutzenden israelischen oder sonst wie NATO-Atombomben vergolden. Das wäre reiner Selbstmord, wenn, dann bräuchte der Iran gleich mehrere Dutzend Atombomben. Es geht also wahrscheinlich um Chemiewaffen, die von Nahoststaat X entweder mit Raketen oder Artilleriegranaten auf westliches Militär abgefeuert werden. Eine Luftwaffe jedenfalls hätte Nahoststaat X nach ein paar Wochen Bombardement nicht mehr. Ein Abwurf der Chemiewaffen mit Kampfjets käme nicht in Anfrage. Bodenraketen wiederum kann man heutzutage relativ gut abschießen. Nicht zu 100%, aber doch die meisten, sofern man über die entsprechende Technik verfügt, wie zum Beispiel Israel und die USA. Das heißt, sollte Nahoststaat X nach dem westlichen Bombardement noch über C-Waffen, Raketen und dazugehörige Abschussrampen verfügen, werden vielleicht nur spekulativ geschätzte 10-20% der ersten Chemiewaffenangriffswelle das Ziel erreichen.
Danach würde der Westen die betreffenden Abschusspositionen vernichten, da er jetzt wüsste, wo sie sich befinden. Also das würde innerhalb weniger Sekunden erfolgen, der Rückschlag, der Gegenschlag des Westens. Dasselbe gilt für die C-Waffen-Artillerie, da man heute mit hochsensiblem Radar anhand der Flugbahn der Granaten auch deren Abschussposition zurückverfolgen kann. Das bedeutet insgesamt, sollte Nahoststaat X nach mehrwöchigem Bombardement immer noch über nennenswerte Chemiewaffen verfügen, wird er nur einen Teil davon tatsächlich zum Einsatz bringen können und nur ein Teil davon würde tatsächlich das Ziel erreichen. Und natürlich würde der Westen in dem betreffenden Gebiet Chemiewaffenschutzmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel Gasmasken für die Soldaten und so weiter. Kurzum, meiner Analyse nach scheint es äußerst unwahrscheinlich, dass irgendein Nahostregime überhaupt in der Lage wäre, dem Westen und Deutschland einen so harten Chemiewaffenschlag zu versetzen, wie Buchheler vermuten lässt. Mit anderen Worten, der eigentliche Impuls zur großen Eskalation im Nahen Osten müsste demnach von außen kommen, von einer weiteren, einer besonders starken Kriegspartei und damit vermutlich von Russland. Befassen wir uns der Vollständigkeit halber aber auch noch kurz mit der Frage, ob Buchheler nicht vielleicht den Iran gemeint haben könnte. Dazu ist anzumerken, dass der Iran keine armen Volksmassen mit Waffengewalt niederhält und schon gar nicht seit Jahren. Der Iran passt damit schlichtweg nicht in Buchelas Muster und kommt von daher nicht in Betracht. Der Iran würde außerdem, wenn, dann vom Westen angegriffen, weil er angeblich Atomwaffen entwickelt. Außerdem hat der Iran mit 80 Millionen Einwohnern viermal so viele Einwohner wie Syrien und ist eine völlig andere Gewichtsklasse. Zudem hat der Iran über das Kaspische Meer auch noch eine direkte Verbindung zu Russland, was wichtig ist für den Waffennachschub im Falle eines Kriegs, der sich in die Länge zieht. Darüber hinaus würde im Falle eines Krieges gegen den Iran der Erdölexport aus dem Persischen Golf zusammenbrechen. Lässt man Saudi-Arabien unberücksichtigt, so produzieren die sonstigen Anrainer am Persischen Golf rund 20% der Welterdölförderung. Im Kriegsfall dürfte der Öltankertransport im Persischen Golf zum Erliegen kommen, beziehungsweise schon ein paar Wochen davor, auf jeden Fall eine Reihe von Tagen. Der Ölpreis würde schon Wochen vor dem Krieg durch die Decke gehen, also spekulationsmäßig, und die Weltwirtschaft damit am Abgrund stehen, angesichts der schon heute brodelnden globalen Schulden- und Finanzkrise. Kurzum, ein Angriff auf den Iran käme einem Öffnen der Höllentore gleich. Und um das zu erkennen, bräuchte es auch nicht viel Grips und Wissen. Ein Angriff auf den Iran ließe sich den Bürgern Europa sozusagen nur noch verkaufen, indem man behauptet, mit diesem Militäreinsatz müsse ein dritter Weltkrieg verhindert werden. Fassen wir zusammen. Trotz einer gelegentlich gekünstelten, nebulösen Sprache, die zu Fehldeutungen verführt und zum Oberflächlichen darüber hinweglesen, ist Buchelas Warnung deutlich genug, dass Deutschland eines Tages ein Krieg droht, der vom Westen angezettelt wird, sehr wahrscheinlich im Nahen Osten, und der in unseren Medien mit an den Haaren herbeigezogenen moralischen Verpflichtungen begründet und gerechtfertigt wird. Und der in einer Riesenkatastrophe endet, auch und gerade für Deutschland. Buchelas Begriff Verderben lässt dabei so manches erahnen. Alleine aus der von Buchela angesprochenen Gefährdung Deutschlands lässt sich das Zerstörungspotenzial dieses von Buchela befürchteten Nahostkonfliktes erahnen. Syrien könnte damit
ein weiteres Glied in einer Kette von Kriegen werden, die der Westen seit 1991 vom Zaun bricht und stets mit irgendwelchen Menschenrechts- und Humanitätsargumenten rechtfertigt. Hier noch einmal das Zitat zur Kriegsfalle im Osten. Monat für Monat und Jahr für Jahr werden sich die Knechte im Antlitz der kommenden Sonne gegen die nicht erkorenen Herren erheben und Recht fordern. Ihr Blut wird das Land und das Pflaster färben, aufsässig und nicht demütig werden sie jedes einzelne Mal wieder unter das Joch gezwungen. Es sind Arme, die euch dauern werden. Gebt ihnen Essen und den liebenden Arm. Und der Friede der erwiesenen Freundschaft wird die Wunden lindern. Aber greift nie zur Axt und Schwert, um ihre Widersacher anzunehmen. Ein solches Tun ist Verderben für euch. Es werden die Zeiten kommen, in denen sie euch im Namen des Herrn und der Menschlichkeit anflehen, um ihre Rettung willen Blut zu vergießen. Lasst es. Viele werden durch eure Tatenlosigkeit leiden, aber alle gerettet werden. Ja? Persönliche Anmerkung von mir, das riecht nach Syrien. Ja? Ist meine Interpretation, ist mein Gefühl. Will ich nochmal festhalten. Nachtrag. Lässt sich eine einwandfrei dokumentierte und bei genauerem Hinsehen ziemlich plausible Voraussage eines Hellsehers nicht mehr so einfach leugnen und hinwegschwafeln? So behaupten Skeptiker gerne, es liege ein Zufallstreffer vor. Motto, es wurde schon so viel vorausgesagt, da muss zwischendrin ja auch mal etwas stimmen. Sehen wir uns deshalb einige weitere Voraussagen Buchelas aus ihren 1983er Memoiren an. Zunächst eine Voraussage Buchelas zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Ab etwa der Mitte der 1980er Jahre. Zitat, die fetten Jahre aber werden nie wiederkommen und nicht nur in Deutschland wird es bis 1989, das ist ein falsches Datum, gehe ich gleich darauf an, wird es bis 1989 eine Zeit des Chaos und der Gierung geben, es wird in aller Welt so sein. Hier an anderer Stelle macht Buchela eine falsche Zeitprognose. Das passiert nicht nur ihr, sondern sehr vielen, oft sehr guten Sehern. Der Grund dafür ist simpel. Hat der Seher eine optische Vision, so wie ein Film, was die Regel zu sein scheint, so ist dort leider kein Datum eingeblendet. Das heißt, die Zeitangaben zu prophezeiten Ereignissen sind in der Regel nur rationale Rückschlüsse eines Sehers bzw. Hellsehers. Entsprechende Zeitangaben kommen in der Regel nicht aus einem übernatürlichen Kontext. Hier eine weitere Voraussage Buchelas zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, wie gesagt, 1983 veröffentlicht. Die Mieten werden ins Unmessbare steigen. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr in 10 Jahren, also ne, wieder falsches Datum, fast die Hälfte eures Einkommens an die zahlen müsst, die euch das Dach über den Kopf gebaut haben, denen die Mauern, der Grund und der Boden und die Parzelle gehören. Mit diesen Zeilen wie ihren Memoiren insgesamt wendet sich Buchela vor allem an die sogenannten kleinen Leute. Es ist also das Einkommen der kleinen Leute gemeint. Also reich hat, kann sich jemand die Miete leisten. Wenn die Mieten so extrem steigen, muss man entweder mehr sparen und oder mehr arbeiten. Buchela sah voraus, dass man sich in vielen Fällen für Letzteres entscheidet. Buchela wieder. Glaub nicht, dass die Zeiten der vielen Arbeit ein für alle Mal vorüber sind. Ich sehe fürs nächste Jahrzehnt Härten auf euch zukommen. Ihr werdet von liebgewonnenen Vergnügungen, von Urlaub und Dauerfreizeit Abschied nehmen und euch mehr der Arbeit widmen müssen. Von einer 35-Stunden-Woche wird nicht mehr die Rede sein. Freiwillig werden sich viele bemühen, mehr Arbeit zu bekommen. Buchelas eigentlicher Hammer in Sachen Wirtschaftsprophezeiung ist aber ihre Warnung vor einem Euro-Crash. Wie bitte Euro-Crash? Buchela in ihren Memoiren. Es wird zu einer Inflation kommen, die nicht so schlimm ist wie die in den 20er oder 30er Jahren. Aber dennoch so, dass man für das Geld nicht mehr viel kaufen kann. Das bedeutet aber nicht,
dass die Regierenden in Deutschland das Geld ruiniert haben. Vom Ausland her wird alles kaputt gemacht werden. Teils durch die Unfähigkeit der anderen, teils aus Böswilligkeit, um die Deutschen zu demütigen, weil sie ihnen nach dem verlorenen Krieg zu mächtig geworden sind. Auch wenn sie euch gegenüber freundlich tun, haben sie nie verziehen oder auch nur vergessen. Jetzt kommt's. Sie werden euch in den Abgrund ihrer Unfähigkeit hinabziehen. Und weiter, eine Macht, der ihr nicht auf die Finger schauen könnt, will euch um die Früchte eures Schweißes bringen. Denkt nicht, dass ihr für 1000 Mark Rente in 20 Jahren das gleiche kaufen könnt wie am heutigen Tag. Sie werden euer Geld töten und euren Glauben missbrauchen. Zeiten werden kommen, in denen die, die vertraut haben, nicht das tägliche Brot beißen können, weil es ihnen fehlt. Habt Acht auf die, die euch mit dem Gesetz verführen wollen. Sie sind nicht ehrlich. Sie werden euer Geld töten, ist klar genug. Egal ob... Das ist unglaublich. Wahnsinn. Es ist, also ich finde es faszinierend, wie unsere lieben Massenmedien es schaffen, eine Voraussage einer ehemals berühmten deutschen Wahrsagerin ins Nichts abzudrängen. Ja, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Okay. Sie werden euer Geld töten, ist klar genug. Das ist fantastisch, super. Egal ob durch Inflation, Währungsreform oder wie auch immer, irgendwann ist die ganze Knete weg. Ja, zasta, futsch, aus, Ende, finito, game over. Das Geld in Deutschland vom Ausland kaputt gemacht. 1983 von Buchela vorausgesagt und schätzungsweise 30.000 Mal gedruckt und im ganz normalen Buchhandel verkauft. Und heute weiß das kein Mensch mehr. Es ist unglaublich. Wahnsinn. Potenziellen Skeptikern möchte ich darüber hinaus eine 2014 produzierte Dokumentation über Buchela empfehlen, die am 7. Juni 2015 im SWR ausgestrahlt worden ist. Buchela, die Hellseherin vom Rhein, ein Film von Ulla Lachauer. Das kann man sich auch auf YouTube angucken. Also Buchela, Titel Buchela, die Hellseherin vom Rhein. Bezeichnenderweise findet sich in dieser Dokumentation nicht ein einziger Hinweis auf eine konkrete Voraussage aus Buchelas Memoiren. In der Dokumentation heißt es bei Minute 41 und 45 Sekunden, also bezogen auf die YouTube-Variante, über Buchelas Memoiren lediglich: ihre Autobiografie erschien, verfasst von einem Ghostwriter, pathetisch, voller Legenden. Das war's, mehr nicht. Buchelas Voraussagen zum Mietenwahnsinn, zum vom Ausland verursachten Tod des Geldes in Deutschland, das heißt Buchelas Voraussagung der kollektiven Verarmung der Deutschen und zu riskanten, Deutschland verderbenbringenden Humanitätskriegen wegzuschweigen, dürfte nicht nur ich als Ungeheuerlichkeit empfinden. Buchelas Voraussagen zum Mietenwahnsinn, zum vom Ausland verursachten Tod des Geldes in Deutschland. Das heißt, Buchelas Voraussage der kollektiven Verarmung der Deutschen und zu riskanten Deutschland Verderben bringenden Humanitätskriegen wegzuschreiben, dürfte nicht nur ich als Ungeheuerlichkeit empfinden. Doch entsprechendes findet man auch in einer 2014 vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlten Dokumentation über den bayerischen Hellseher Alois Illmayer. Auch dort nichts Genaues zur weltpolitischen Prophezeiung des Seers.
und zur Klarstellung. Wer einen Film über Buchheda dreht, der liest selbstverständlich auch ihre Memoiren. Und zwar ganz. Zudem sind in Buchhedas Memoiren ihre Prophezeiungen grafisch durch Umrahmung auch noch hervorgehoben. Ihre Autobiografie erschien, verfasst von einem Ghostwriter, pathetisch, voller Legenden. Wikipedia schreibt zum Begriff Legende: Die Legende ist eine dem Märchen und der Sage verwandte Textsorte literarischer Gattung. Die bekannteste Legende im Zusammenhang mit Buchheda ist ihre angebliche Beratung von Bundeskanzler Konrad Adenauer, die Buchheda auch in ihren Memoiren behauptet. Die angebliche hellseherische Beratung Adenauers durch Buchheda wurde in Zeitungen und so weiter relativ oft erwähnt und in der Regel immer in Zweifel gezogen, da es keine handfesten Beweise gibt. Es gibt eben keine Filmaufnahmen oder Fotos, und ist okay, kann man verstehen. Fotos, auf denen man Adenauer zusammen mit Buchheda sieht. Und in Adenauers Terminkalender finden sich auch keine entsprechenden Einträge. Das habe ich vor ein paar Jahren selbst im Konrad-Adenauer-Haus in Bad Honnef recherchiert. Allerdings verschweigen unsere wohlmeinenden Massenmedien in Sachen Buchheda stets, dass Konrad Adenauer am Sonntag, den 6. September 1953, dem Wahltag zum 2. Deutschen Bundestag, als er nach der Stimmabgabe aus dem Wahllokal heraustrat, Reportern gegenüber frank und frei zugegeben hat, erst kürzlich mit einer Hellseherin gesprochen zu haben. O-Ton Adenauer: Das Wahlergebnis weiß außer mir nur noch eine Hellseherin, mit der ich gesprochen habe, aber die will nicht, dass ich das jetzt schon ausplaudere. Dieser Satz Konrad Adenauers wurde am 7. September 1953 auf Seite 1 der Tageszeitung Die Welt veröffentlicht. Auf Seite 1. Legende? Ach ja. Was wird denn Adenauer gemacht haben, nachdem sich die Voraussage dieser namenlosen Hellseherin trotz aller Zweifel bewahrheitet hat? Was wird er wohl gemacht haben? Sich vielleicht nochmal mit der Dame treffen? Der Film Buchheda, die Hellseherin vom Rhein, lässt zwar eingangs eine Reihe von Zeugen zu Wort kommen, die sich noch Jahre nach Buchhedas Tod positiv bis sehr positiv über Buchhedas hellseherische Fähigkeiten äußern und berichtet auch weiter darüber, dass Buchheda Kontakt in die höchste Bonner Politik hatte. Insgesamt aber vermittelt der Film eher den Eindruck, Buchheda habe letztlich nur dem wohlhabenden Teil ihrer trotteligen Kundschaft das Geld aus der Tasche gezogen. Eine Trickbetrügerin gewissermaßen, auch wenn sie ansonsten ein ganz sympathischer Mensch war und zeitweise sogar Liebling der Medien. Dass diese angeblich leichtgläubigen und dummen Kunden der Wahrsagerin mitunter ganze Länder und große Firmen gelenkt haben, wird nicht weiter thematisiert. Der in Europa seit der sogenannten Aufklärung bis zum heutigen Tag immer wiederkehrende Widerspruch von massenmedial behaupteter Unglaubwürdigkeit bestimmter Hellseher und die große Anzahl einflussreicher Personen, die genau diese Hellseher oder Astrologen aufsuchen, habe ich 2011 ein ganzes Buch gewidmet, Titel Hellseher und Astrologen im Dienste der Macht. Also nochmals, Buchheda waren schon vor 35 Jahren vor einem Krieg, in den Deutschland mit Lügen hineingezogen werden soll. Eine westliche Militärintervention, sehr wahrscheinlich im Nahen Osten, meiner Deutung nach in Syrien, die eines Tages gigantisch aus dem Ruder läuft und für Deutschland, so Buchheda, Verderben bringt. Ich als Fachmann für europäische Prophetie und auch für gewisse soziologische Aspekte der Hellseherei deute Buchhedas Warnung dahingehend, dass im Nahen Osten ein dritter Weltkrieg ausbrechen könnte,
Und dass sich die verdummten deutschen Stimmviehmassen mit irgendeinem Humanitätsgeschwafel in diese Falle hineinlocken lassen. Darüber hinausgehende in Sachen Prophetie wichtige Informationen finden Sie in meinen Büchern jeweils über Vorzeichen des Krieges, über dessen prophezeiten Verlauf in Europa und über die prophezeite Epoche in Europa nach den ganzen Katastrophen, was psychologisch enorm wichtig ist. Also das ist einfach entscheidend, das geht weiter. Ein Weltuntergang, so wie immer wieder. Darüber hinausgehende in Sachen Prophetie wichtige Informationen finden sich in meinen Büchern jeweils über Vorzeichen des Krieges, über dessen prophezeiten Verlauf in Europa und über die prophezeite Epoche in Europa nach den ganzen Katastrophen, was psychologisch enorm wichtig ist. Einen Weltuntergang, das wird immer wieder vorausgesagt, soll es nicht geben. Und das Leben in Deutschland und in Europa soll nach dem Kriege auch wieder absolut lebenswert sein. Deutschland soll nicht weiter welken und nicht weiter vor sich hin bröckeln, sondern wieder aufblühen. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Gott schütze euch.